Also, der Martin und ich sind jetzt hier mit unserer Agenda Rosenstein beim Zweitplatzierten des internationalen städtebaulichen Wettbewerbs, wenn es um die Zukunft des Rosenstein-Areals geht. Und zwar bei den Laux-Architekten. Da ist hier die Frau Laux und da ist der Herr Laux. Ganz genau. Und der Grund, warum wir hier sind, ist, weil wir natürlich wissen wollten, wie unsere Idee der Agenda Rosenstein, dieses Künstlerviertel, diese Idee fand ja den Weg in die offizielle Auslobung. Dort heißt es dann 5 Hektar Sonderentwicklungsfläche Kultur. Mhm. Und wir sind natürlich super gespannt, was sich die Städteplaner und die Architekten, euer Büro, was ihr euch dabei gedacht habt, als ihr gelesen habt, okay, Anforderungen, 5 Hektar Sonderentwicklungsfläche Kultur. Was ging euch da durch den Kopf? Ja, also wir haben im ersten Moment haben wir uns gefragt, warum man Kultur in Hektar ausdrückt. Also wir waren überrascht, weil normalerweise werden Gewerbegebiete in Hektar beziffert. Kultur jetzt als Fläche auszudrücken, fanden wir erstmal überraschend. Mhm. Und haben deswegen auch so verschiedene Strategien im Angebot, wie wir Kultur in diesen Entwurf implementiert haben. Wir haben zum einen natürlich, weil man ja auch Programme erfüllen muss, diese 5 Hektar Fläche vorgesehen. Die liegt bei uns in diesem Gleisbogen, in dem der ja teilweise zurückgebaut wird. Mhm. Da ist also ein Flächenpotenzial da, erstmal als Freifläche, die nicht bebaut ist, die man diesen Nutzungen widmen kann, wenn man dann ein Programm hat und eigentlich weiß, was darunter zu verstehen ist. Wir haben aber natürlich auch die Wagenhallen und ihr Umfeld ganz stark ausgebaut. Wir streben an, dass es eine Verstetigung dieser Containerarchitekturen dort gibt, die also ausgebaut werden können, die sich auch verfestigen können und irgendwann zu veritablen langfristigen Häusern werden, also so vom temporären zum permanenten, mhm, langsam aber sich verfestigen. Wir würden aber auch ausgehend von diesem Mutterschiff Wagenhalle dezentrale weitere Standorte vorstellen. Das ist zum einen die Lokhalle, die mhm, ehemalige, die ein sehr schönes Tragwerk aus Holz hat, das denkmalfähig oder denkmalwürdig ist und eigentlich ein ganz toller Raum ist, der natürlich erhalten werden muss und der dann auch dringend der Bespielung bedarf. Und wir hoffen, dass da das Team um die Wagenhallen dann auch einen Standort in die alte Lokhalle ausgründen kann. Wir haben aber auch zum Beispiel das alte Stellwerk oder das Überwerfungsbauwerk, das ist ein komplizierter Name, vorgesehen. Also alle Delikte, die noch aus dieser ehemaligen Bahnnutzung da sind, die also Nachnutzungen suchen. Und da würden wir ganz gerne kulturelle Einrichtungen etablieren, sodass es also ausgehend von den Wagenhallen sowohl diese 5 Hektar Fläche gibt, aber auch weitere Nutzungen an anderen Standorten. Wir glauben, dass Kultur und Kunst eigentlich ein dezentrales Moment hat, wo es sich in Baustrukturen so richtig reinarbeiten muss und flächendeckend dezentral wirken sollte. Deswegen haben wir zu den 5 Hektar eigentlich noch sehr viel mehr vorgeschlagen. Okay, aber wenn ich es richtig verstehe, quasi bedutzen uns, ne? Du hast vorhin auch gesagt, Mutterschiff ist quasi dieses Areal um die Wagenhallen. Mhm. Du hast auch gerade die Container City erwähnt. Mhm. Seid ihr denn, wie steht ihr dazu, dass die einfach nur so temporär jetzt da ist und dann weggehen soll? Oder seid ihr eher da auch der Meinung, ach, da würde Stuttgart sich doch ins Knie schießen, wenn sie sowas Hübsches da haben? Ja, unbedingt. Also man sieht ja auch, dass das seitens der Stadt oder auch seitens der in ganz Deutschland inzwischen da drauf geschaut wird auf die Container City. Also das ist ja im Prinzip ein Bereich, der gerade total boomt, würde man sagen. Also es wird ja mit dem Deutschen Städtebaupreis ist es ja auch nominiert worden. Also das ist, da ist die Achtung schon drauf. Man weiß natürlich auch, dass genau solche Standorte wichtig sind für die Entwicklung von Stadt. Und insbesondere da, wo vielleicht neue Stadtteile entstehen, die jetzt noch nicht da sind und die vielleicht auch erstmal sich in Zukunft entwickeln werden und vielleicht auch dann erstmal Gestalt annehmen, damit die auch in einer gewissen Weise verfestigt sind und auch eine Geschichte haben und da auch schon den ersten Anstoß auch haben, also einen kulturellen Bezug. Einerseits durch den Ort, das ist die Eisenbahn, andererseits durch die kulturelle Nutzung, die natürlich in einer gewissen Weise
auch den Stadtteil mit den Nutzern verklammern kann. Also das ist jetzt nicht nur eine Kultur, sondern es ist auch eine soziokulturelle Aufgabe, die da natürlich reinspielt. Und wenn man jetzt auch mal die ganze gesellschaftliche Entwicklung sich anschaut, also wir haben immer höhere, also demografischer Wandel, Ein-Personen-Haushalte und so weiter. Also es gibt immer stärker das Bedürfnis, sich in Gruppierungen zusammenzufinden, einen Ort zu haben, wo eine Gemeinschaft entsteht, wo Kunst produziert wird. Und das natürlich auch im Hinblick darauf, dass eine Kunstproduktion wichtig ist für das gesamte Geschehen der Stadt. Also das heißt, Kreativität und Kultur ist quasi ein Motor für Stadtentwicklung. Also das ist unbestritten. Und das hat vielleicht Stuttgart in Teilbereichen in der sehr gesetzten und sehr etablierten Kultur, aber in der Basis ist es vielleicht jetzt noch nicht so stark verankert. Und das wäre natürlich ein total gute Möglichkeit, das eben auch in das Quartier mit reinzutragen und vielleicht auch als eine Art Role Model für die gesamte Stadt zu verstehen. Also dass es vielleicht auch so eine Strahlkraft entwickelt. Okay, jetzt hatten wir im Vorgespräch, bevor wir angefangen haben hier zu drehen, auf die Idee möchte ich noch zu sprechen kommen. Wie habt ihr es genannt, diese in den Erdgeschossen? Also wir haben, wir gehen davon aus, dass wir ja jetzt hier am Anfang von einem Prozess sind, der als Ideenwettbewerb jetzt mal gestartet ist, sodass Ideen auf dem Tisch liegen. Aber die Stuttgarter müssen natürlich diese Ideen jetzt aufgreifen und sich auseinandersetzen, in welcher Stadt wollen sie wirklich leben? Was soll diese Stadt können? Wir haben im Wettbewerb schon mal die ersten 4 goldenen Regeln vorgeschlagen, von denen wir aber antizipiert haben, dass die Stuttgarter sich diese goldenen Regeln natürlich selber geben. Wir machen nur Vorschläge und vielleicht sind es dann am Ende auch nicht 4, sondern 10 oder 12, wenn da noch mehr dazukommt. Und die 4. unserer goldenen Regeln heißt, dass jedes Gebäude, jeder Bauherr im Erdgeschoss einen extra Space anbieten muss, der einen Beitrag zum Gemeinwohl liefert. Das bedeutet also, jedes Haus hat unten irgendwie einen Raum, den es der Allgemeinheit anbietet, der langfristig gesichert wird, der auch subventioniert wird, zum einen über das Baurecht, dass er nicht Teil der Geschossfläche ist, aber trotzdem eben existiert, und zum anderen auch über eine gedeckelte Miete, die über einen langen Zeitraum festgeschrieben wird, sodass man sich vorstellen kann, wenn das jedes Haus in der Stadt anbieten würde, dann habe ich erstens ein Riesenraumpotenzial auf einmal, das dezentral überall einsickert und sehr nah auch an den Leuten vor Ort dran ist. Und ich habe auf einmal eine Riesendiskussion auch am Laufen. Was machen wir jetzt mit all diesen Flächen? Es gibt sehr schöne auch konsortiale Modelle, wo also quasi die Bauherren und Nutzer des Quartiers sich in so kleinen Stadtparlamenten treffen und sich darüber austauschen. Okay, was machst du? Ihr macht die Kinderbetreuung, wir drüben, dann machen wir den Fahrradladen, und die da drüben, die liefern meinetwegen irgend so eine Concierge oder ein Tagescafé oder eine Pflegestation oder Übungsräume für Bands und so weiter. Das heißt, die Stadtgesellschaft kommt über dieses Raumpotenzial, das in den Häusern im Erdgeschoss drinsteckt, in den Dialog miteinander und entwickelt gemeinsam das Programm, das man hier an dem Ort haben will. Wir glauben, dass das ein gutes Motiv ist, weil dadurch eigentlich auch fast so ein bisschen so eine vitale Konkurrenz der Ideen losbricht. Ja, und eben über diesen Diskurs der Leute untereinander, in den Ideen entstehen und sich in der Struktur etablieren. Also Extra Spaces im Erdgeschoss. Hört sich sehr nach guter Nachbarschaft an. Ja, das ist auch genau das Ziel, ne? Also dass man Nachbarschaften gründet. Und wir haben ja jetzt auch, wenn man die demografische Entwicklung betrachtet und diese starke Betonung von Ein-Personen-Haushalten oder 1 bis 2 Personen-Haushalten, das macht ja momentan schon, sind es ja bei 70 oder 80%. Ja, alle Haushalte. Ich kann das jetzt nicht im Detail sagen, aber im Prinzip geht es in so eine Richtung. Und wir planen ja auch nicht für heute, sondern für in einem Abstand von vielleicht 10, 20, 30 Jahren. Mhm. Und das gibt natürlich auch in einer gewissen Weise eine Richtung vor. Und wir wussten ja vor 10 Jahren auch noch nicht, was man alles mit dem Handy machen kann. Oh ja. Ne? Also dass man damit zum Beispiel ins Internet gelangt, egal wo man ist. Und diese ganze Entwicklung, die ist ja nicht absehbar. Und es ist ein Zeitraum von gerade mal 10 Jahre gewesen. Ja. Also woher wollen wir denn jetzt explizit wissen, wo wir denn in 10 Jahren, wenn wir quasi im Rosenstein da planen werden, in welche Richtung das gehen wird? Wir können natürlich nur so gewisse
Hochrechnungen anstellen oder können in einer gewissen Weise auch in die Zukunft blicken und vielleicht auch eine Idee oder eine Vision von Gesellschaft, von Mobilität, von Energie, von Sozialleben da anreißen oder andenken. Aber das Explizite wissen wir nicht. Und da braucht man natürlich total flexible, agile Strukturen, die sowas leisten können. Also das ist ganz wichtig. Also dass wir das nicht festsetzen Ja. wollen und auch mit dem Städtebau von heute da dran gehen, sondern dass mit dem Städtebau, von dem wir überzeugt sind, dass der in 10 Jahren passieren wird, und in so eine relativ flexible Struktur da investieren. Das wäre total wichtig und Okay, richtig. dann komme ich zur letzten Frage auch. Und zwar Thema Bahn, Thema Gleisflächen. Es ist ja nicht 100% sicher, dass die Bahn wirklich es schafft, einen funktionierenden, ausreichend funktionierenden Tiefbahnhof zu bauen. Es gibt ja diese Debatte eben auch, ob man nicht eventuell doch auch noch oberirdische Gleise behält, um einen funktionierenden Zugverkehr gewährleisten zu können. Habt ihr mit der Thematik bei euren Planungen, haben die eine gewisse Rolle gespielt oder habt ihr einfach gesagt, so nee, wir gehen einfach klar davon aus, dass diese 85 Hektar Freifläche auch 85 Hektar bleiben? Also das war ja auch genau Schwerpunkt der Auslobung, dass man eigentlich gesagt hat, genau die Fläche steht zur Verfügung. Wobei man natürlich sagen muss, genau hier in dem Bereich, wo dieser Gleispark jetzt hier eben wäre, das ist jetzt momentan so eine Art Korridor, der frei bliebe, der sich natürlich dann hier in dem Bereich dann auch entsprechend verändern würde. Aber natürlich, da fährt ja auch Die momentan Gäubahn, noch die Gäubahn und die wird genau. auch in Zukunft weiter verkehren. Zumindest gibt es die Option. Und dieses Gleis wird natürlich auch genau auf dieser Gleisachse erhalten bleiben oder vorhanden bleiben. Also insofern kann man natürlich momentan sagen, die Zukunft ist schon, dass man quasi die Gleise in die Tieflage bringt und dann quasi auch hier den neuen Bahnhof tatsächlich in Betrieb nimmt. Also davon ist die Auslobung ausgegangen und das war auch Teil unserer und der Auslobung, die wir eben quasi sollten. Obgleich man natürlich sagen muss, auch die S-Bahn und die Gäubahn, die sind natürlich berücksichtigt hier in dem Fall. Insofern haben wir jetzt das nicht antizipiert in dem Entwurf, dass irgendwo hier entlang des Schlossparks noch alte Gleise bestehen, sondern es wäre auch wahnsinnig schade, muss man echt sagen. Weil die große Chance ist ja jetzt, dass man diesen neuen Stadtteil an den Schlosspark bringt. Und wir haben ja auch gerade mit diesem Supercycle Highway oder wie wir in Bayern sagen, Radl Ramblas, das ist vielleicht auch ein schönerer Ausdruck dafür, haben wir ja auch eine Hauptverbindung an diese Kante gelegt. Also wir wollen diese Kante zum Park schon erlebbar machen. Es soll eigentlich so der Hauptboulevard werden, auf dem das Leben sich abspielt, auf dem ich Elektro- und Fahrradmobilität habe, aber auch Fußgänger, Bars, Kneipen und so. Wenn ausgerechnet dort dann Gleise blieben, wäre es schon sehr, sehr schade. Trotz alledem müssen Konzepte natürlich sowas auch adaptieren können. Also wenn es jetzt nun mal sein muss, muss man eine gute Lösung finden, wie man das dann vielleicht in einem Arkadenbauwerk irgendwie temporär noch eine Weile lang möglich macht. Aber Ziel ist es keins, muss man schon sagen. Also wir sind da schon auch Optimisten und da muss man auch optimistisch rangehen, dass man sagt, der große Gewinn wäre tatsächlich, die Stadt an der Stelle auch an den Park zu bringen. Okay, vielleicht noch ein paar abschließende Worte, auch für die Leute, die sich jetzt mit diesem ganzen Prozedere einer Auslobung nicht auskennen. Es gab ja jetzt die Pressekonferenz, wurden die beiden Sieger gekürt, erster Preis, zweiter Preis, dann kam aber aus dem Publikum oder aus der Presse, ich weiß es nicht, die Frage so, ja, kann sich denn da noch was ändern an der Reihenfolge der Sieger? Und dann gab es auch eine relativ schwammige Aussage vom, wer war es? War es der Kuhn oder war es der Petzold? Wie macht ihr jetzt weiter? Denn ihr werdet jetzt auch als Zweitplatzierter noch vertiefen, noch nacharbeiten. Beide Entwürfe müssen nacharbeiten. Das war die klare Ansage. Vielleicht ganz kurz noch, wie das jetzt für euch weitergeht. Also wir versuchen natürlich jetzt für unsere Ideen einzutreten und die nicht jetzt in Konkurrenz zu dem anderen Projekt zu sehen oder unseren Entwurf auch in die Richtung anzupassen, sondern wir werden versuchen, die Ideen deutlicher zu erklären und die Prinzipien vielleicht rausarbeiten, vielleicht auch da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber der wird sich jetzt nicht, unser Entwurf wird jetzt nicht versuchen, in die andere Richtung sich anzuschmiegen oder da irgendwie anzugleichen. Also das wollen wir ganz und gar nicht. Also ein erster Preis ist natürlich auch ein erster Preis. Und da gibt es natürlich auch seitens der Jury eine klare Reihenfolge. Und falls wir da was dazu beitragen können, um quasi Ideen noch mal stärker zu kommunizieren, dann machen wir das natürlich gerne. Also da sind wir voll motiviert und tragen das natürlich auch genau in die entsprechenden Gremien, Stadtgestaltungskommission oder Guter.
Genau, also da gibt es natürlich einige Veranstaltungen, bei denen wir quasi die Ideen nochmal aufgefordert sind, nochmal deutlicher zu vertreten. Wir glauben aber auch, ehrlich gesagt, dass unsere goldenen Regeln so gut sind, dass sie auch für jeden anderen Entwurf gelten können. Also die gelten ja nicht nur für unseren Entwurf. Ja. Eine Stadtgesellschaft, die sich selber Ziele setzt, das ist auf jedes dieser Projekte anzuwenden. Insofern bleiben wir unserem Entwurf treu und bleiben auch vor allen Dingen unseren Regeln und Zielen treu und werden versuchen, das den Leuten zu erklären. Prima. Vielleicht führt es ja auch zu einem Lernprozess. Also man lernt ja jetzt nicht nur aus der eigenen Arbeit, sondern vielleicht auch aus anderen Arbeiten. Vielleicht lernt auch die Stadt oder die Preisrichter oder die Sachpreisrichter oder die Politiker lernen vielleicht auch aus der Diskussion mit diesen beiden unterschiedlichen Konzepten. Also man kann die natürlich überhaupt nicht vergleichen, weil das sehr unterschiedliche Konzepte sind. Das führt natürlich vielleicht auch dazu, dass man auch Aspekte da zum Beispiel das mit dem Erdgeschoss, mit der Erdgeschossnutzung oder mit diesen Sozialräumen oder mit der Kulturnutzung oder mit dem Erhalt von irgendwelchen Überwerfungsbauwerken oder die Mobilitätsachse. Mobilitätsachse. Also unser Entwurf basiert ja wesentlich darauf, dass wir eigentlich zwei verschiedene Erschließungssysteme haben. Wir haben am Park diese Mobilitätsachse für die Fahrradfahrer und für alternative Mobilität. Und auf der Stadtseite haben wir immer noch eine ganz normale Straße. Also es gibt schon noch ein paar Autos natürlich. Mhm. Und diese beiden Verkehrssysteme anzubieten und miteinander zu vernetzen und genau in diesem Netz ein ganzes Stadtquartier zu entwickeln, das könnte zum Beispiel eine Idee sein, die wir hoffen, dass sie sich durchsetzt. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Weiter geht's. Mhm. Ja, weiter geht's. So. Sehr schön. Gut, wow, vielen Dank.